Einen wunderschönen. Da bin ich schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch jetzt zu einem Fazit bzw. Review-Video. Ich mache mal noch kurzzeitig so. Ich weiß noch nicht, wie ich es nennen werde. Und zwar muss ich den BenQ EW3280U jetzt leider wieder zurückschicken. Die Testzeit ist vorbei. Und ja, deswegen machen wir jetzt hier noch schnell ein Fazit-Video, weil ich habe den jetzt auf Herz und Nieren getestet. Ich habe ihn für den PC benutzt. Logischerweise ist ja auch am PC dran, der Monitor. Für Office-Anwendung, Videobearbeitung, Videogucken, alles Mögliche. Ich habe ihn für die PlayStation benutzt. Ich habe auf der PlayStation mehrere Sachen gemacht. Ich habe HDR-Spiele gespielt, habe die hier mit HDR bzw. HDRI und Kino und was war das andere? Also drei Modi hat man da getestet. Ich habe nicht HDR-Spiele gespielt, die in HDR, HDRI emuliert. Ist ja gut. Bringt bei der PlayStation schon was, aber am geilsten muss ich sagen, ich habe auch die Switch dran angeschlossen. Wenn man die Switch dran anschließt und da HDRI anmacht, einfach nur fantastisch. Kann ich nicht anders sagen. So, ich habe auch schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe mir ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, weil ich kann nicht mit Zettel arbeiten. Also mit, dass ich mir aufschreibe, was ich sage, mit Skript und so. Da komme ich nur durcheinander. So, seht ihr ja, ich sage, erwähne nur das und komme durcheinander. Ich muss frei von der Leber weg, anders kann ich nicht. Und zwar habe ich hier mal eine Seite vorbereitet. Die werdet ihr jetzt nicht sehen, weil ihr zu weit weg seid. Die werde ich euch unten runter verlinken. Da sind dann beide Monitore im Vergleich. Also einmal hier vorne ist der alte und hier ist der neue. Weil viele hat es ja interessiert. Wir haben bei den Panels, beim alten haben wir ein MVA-Panel und hier haben wir ein IPS-Panel. Das heißt, schwarz kommt sehr schwarz rüber und weiß kommt auch sehr weiß rüber, beziehungsweise sehr hell. Ja. Dann haben wir beim alten haben wir 10-Bit, in Klammern 8-Bit plus FRC und beim neuen haben wir nur 10-Bit. FRC ist hier wohl ein einzelner Wert, haben wir hier ja, beim neuen natürlich nicht. Fragt mich jetzt nicht. Was ich noch interessant fand war, ja, hier steht drin, der alte, der soll 24 bis 46 Hertz haben. Vertikal und horizontal bis 185 Hertz. Also, aber mir wird immer nur 60 Hertz angezeigt bei dem. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler von der Seite ist oder von meiner Grafikkarte, keine Ahnung. Jedenfalls, mir stehen nur 60 Hertz zur Verfügung. Aber ist auch egal, weil viele haben auch gesagt, ja, der hat ja auch nur 60 Hertz, der neue. Ich will 144 Hertz und was weiß ich alles. Interessiert mich nicht, ich zocke nicht am PC. Für mich muss er die eierlegende Wollmilchsau sein. Ich muss hier dran zocken, arbeiten, alle drum und dran. Zu den Komforteinstellungen kommen wir gleich auch noch. Da bietet mir der halt, beziehungsweise BenQ an sich, durch Angel Care extrem viele Sachen. Die werde ich auch gleich im Prinzip ansprechen. Ich wollte nur noch mal, wo waren das? Hier unten war auch irgendwo die Reaktionszeit. Hier Lautsprecher haben wir beim alten 2x2 Watt, beim neuen haben wir 2x2 Watt plus 1x5 Watt hinten. Also praktisch zweimal, also zwei kleine Boxen, jeweils 2 Watt, hier auch. Beim neuen aber hinten nochmal ein Subwoofer mit 5 Watt. Und True Volt Speaker und könnt ihr euch alle durchlesen. Mich interessiert das ja alle gar nicht so. Und hier unten steht auch irgendwo die Reaktionszeit. Finde ich jetzt wieder nicht. Reaktionszeit. Hier. Minimale Reaktionszeit ist beim alten 4 Millisekunden, beim neuen wohl 5. Durchschnittliche Reaktionszeit sind beim alten 9 Millisekunden, beim neuen ist noch nicht beschriftet, also da steht noch nichts da. Maximale Reaktionszeit beim alten 20 Millisekunden, beim neuen keine Ahnung, steht noch nicht da. Beide matt und flachen Rahmen und sowas alles. Den packe ich euch in die Videobeschreibung, da habt ihr genug Daten zum Durchlesen. Interessiert mich jetzt so ganz
herzlich wenig. Aber wenn wir jetzt schon mal dabei sind beim Musikgenuss, ich werde euch da mal was zeigen. Wie nimm mal Mythos Barbarossa, das ist Nemesis, die Band, die ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, von denen ist auch mein Intro. Also erstmal, Petri, Grüße gehen raus. So, ich mache mal jetzt Mythos Barbarossa an. Nicht jetzt mit irgendeinem speziellen Player oder so. So, das ist jetzt einfach, nur dass er den, ich weiß, über Mikrofon kommt es nicht so gut rüber, aber vielleicht ein bisschen. Ich spule mal kurz. Das ist jetzt das Soundsystem, mein normales. So, können wir aber eigentlich hier auch gleich ausmachen. So, jetzt haben wir das leise gemacht. So, jetzt muss ich hier nämlich mein Boxensystem erstmal leiser machen. So. Ach, ich bin scheiße, ich bin jetzt die ganze Zeit von HDMI ausgegangen. Ich muss ja hier dann auch noch umwechseln. BenQ 70. 80. Einmal in 100 Jahren, die zu. Das ist jetzt das Soundsystem direkt vom Monitor. Ich peitsche das mal jetzt komplett hoch. Und ich weiß nicht, ob ihr es hört. Wir können nämlich jetzt Audio noch. Und jetzt mache ich mal wieder zurück auf normale Boxensystem. Ich weiß nicht, ob er den Unterschied hört. Warte mal, bis er singt. Oder hier jetzt einfach mal jetzt hier. Warte mal. Na, sing doch. Hier mal leiser machen und Pause. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das über. Ich habe jetzt, wie gesagt, volle Pulle gehabt, auf 50 den Monitor. Es ist kein Knarren, kein Krächzen, kein Doseklappern irgendwie in irgendeiner Art und Weise, wie man es sonst von Monitoren her kennt oder auch von Fernsehern mit eingebauten Boxen. Gar nicht. Der Klang ist sehr gut, man kann sich den halt auch, wie gesagt, auch nochmal separat einstellen. Dafür haben wir die Fernbedienung, da kommen wir gleich noch dazu. Finde ich super klasse. Und würde ich mir jetzt nochmal einen PC zusammenbauen, ich glaube, ich würde auf ein Boxensystem verzichten, weil mir reicht das so aus. Ich habe ja sowieso meistens beim Zocken habe ich Kopfhörer auf und für YouTube-Videos und so ein bisschen Videobearbeitung reicht mir das aus. Muss ich sagen, weil die haben einen super Klang. So, ich muss mir mal hier mal abhaken mit dem X, was ich euch schon erzählt habe, weil sonst vergesse ich wieder die Hälfte. So, dann kommen wir mal zur Fernbedienung. Also ich habe mir die vier wichtigsten Punkte, für mich wichtigsten Punkte gleich nach oben aufgeschrieben und dann halt noch ein paar andere Punkte, die halt wichtig sind, aber für mich jetzt nicht so wichtig. Die Fernbedienung ist der wichtigste Punkt für mich überhaupt, weil Boxensystem war halt an Stelle 4, aber naja, habe ich halt welche übersprungen. Weil wir haben dadurch, ich muss nicht mehr hier runtergreifen und erwische die falschen Tasten, wie hier bei dem, beim alten. Da habe ich ja hier unten die Tasten und da erwische ich immer grundsätzlich ja wieder hier die falschen Tasten. Und hier muss ich jetzt komplett runterscrollen. Also entweder gehe ich hier 1, 2,
mal runter, um auf HDMI 1 zu kommen. Oder ich gehe 1, 2 von oben nach unten, um auf HDMI zu kommen. Ja? Weil ich habe auf HDMI 1 die PlayStation geklemmt. Das ist beim neuen jetzt verbessert worden. Das ist ganz anders. Ich habe hier einen Knopf und selbst wenn ich es am Monitor machen würde, da sind die Tasten hinten. Die sind scheiße zu erreichen, sage ich euch gleich. Können wir hier einfach eine Taste drücken und es wird nur das angezeigt, was da ist. Alles andere ist ausgegraut. Jetzt springt er auf HDMI. Man muss nicht bestätigen, das macht er automatisch. Man kann aber auch hin und her wechseln, wenn man die Taste öfters drückt oder bestätigen drücken, dann geht er halt schneller an. So wie ich jetzt hier zock, jetzt habe ich halt mit bestätigen gemacht. Jetzt wechselt er gleich wieder zurück. Der guckt jetzt erstmal, ob da was kommt und da kommt nichts und dann wechselt er auch wieder zurück. Ist für mich eine mega Zeitersparnis und mega einfach, den Monitor an sich zu bedienen. Du brauchst nirgendwo hinkrauchen, irgendwo was dergleichen. Du kannst den auch an die, also ihr könnt den auch an die Wand machen mit einer Wandhalterung oder an den Arm oder was weiß ich. Ihr habt da hinten so eine Abdeckung, die kann man abmachen und dann kann man den auch befestigen. Davor, wollte ich auch noch schnell erwähnt haben. Mit der Fernbedienung können wir laut leise machen, wir können ausmachen, wir können anmachen, wir können mute machen, wir können ins Menü, wir können alles mit der Fernbedienung erreichen. Ja, auch die Helligkeit und sowas alles kann man hier alles super erreichen. Auch Low Blue Light. Ja. Ich werde mal gucken, ich werde mal durchscrollen, damit ihr das vielleicht ein bisschen seht. Ich habe jetzt Low Blue Light aus. Aber ich denke mal, ihr seht da nicht wirklich einen Unterschied. Ich werde mal auf Schwarz-Weiß machen, dass man den Unterschied vielleicht besser sieht. Ich zoome euch mal ran. Vielleicht habt. Also es ist wirklich über. Weil ich den Monitor ja abfilme, echt beschissen, euch das zu zeigen. Aber ihr kriegt das vielleicht so ein bisschen mit. Hier seht ihr dann vielleicht. Wegen den Schwarz. Ihr müsst mal hier auf die Schwarzwerte achten. Hier sieht man mehr Kanten jetzt zum Beispiel bei Multimedia. Hier ist es jetzt noch mehr, ein bisschen mehr schattig. Und Low Blue Light aus. Ich habe eigentlich immer auf Multimedia. So. Ich habe auch jetzt beide auf Standardwerte. Ich habe auf beide auch Angel Care jetzt gerade ausgeschalten. Dann können wir auch anschalten. Wir drücken einfach die Optionstaste. Dann gehen wir hier unten auf Angel Care. BI habe ich jetzt aus. Ich könnte den jetzt auch einschalten und den Lichtsensor separat an- und ausschalten. Dann dimmt er sich hoch und runter. Ich habe es aber jetzt für das Video ausgemacht, weil sonst würde das irritierend sein. Da haben auch viele gesagt, ja, PI ist doch nichts Neues. Augenschonender Modus nennt sich Eco-Modus. Da geht es doch auch die Qualität hoch und runter. Also die Lichtintensität hoch und runter. Auf eine Art ja, aber hier haben wir auch noch einen Blaufilter mit bei. Und wir können... Also es ist nicht mit normalen Eco-Modus zu vergleichen. Ich sage da auch gleich noch was dazu. Low Blue Light haben wir hier. Ich habe auf Grünfilter. Man kann halt auch auf einen Rotfilter machen. Aber ich habe einen Grünfilter drin. Irgendwie finde ich den halt angenehmer. Ist halt schwer zu beschreiben. Wir haben hier einen Blaufilter mit bei. Also das blaue Licht wird... Also die blauen Lichtstrahlen von LEDs sind ja für das Auge... erwiesenermaßen schädlicher als die anderen Farben. Und jeder Monitor strahlt dieses blaue Licht aus. Nicht LEDs, blaues Licht. Auch wenn andere Farben zu sehen sind. Hier haben wir halt so einen Blaufilter drin. Wir haben dann hier unten haben wir Sensoren drin, die uns das Umgebungslicht anpassen. Also gucken, wie ist die Umgebung und passen das an. Man kann auch die den Sensor auf sich anpassen, ob er schneller reagieren soll oder ob er auf kleinste reagieren soll oder ein bisschen verspätet reagieren soll, so wie euch das am liebsten ist. Ich kann euch nur sagen, beim Zocken habe ich eigentlich Angel Care ausgeschalten. Also, BI Plus habe ich da ausgeschalten und halt auch den Sensor und so was ausgeschalten.
Low Blue Light ist immer noch auf Multimedia. Das lasse ich auch die ganze Zeit auf Multimedia. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert. Mir fällt Multimedia eigentlich am besten. Wie gesagt, beim Zocken lasse ich es eigentlich den BI Plus Modus aus. Beim Nicht-Zocken habe ich BI Plus immer an. Immer. Weil es ist so entspannt und so angenehm für die Augen. Wenn man die ganze Zeit davor sitzt und Papierkram macht, Videos bearbeitet oder, keine Ahnung, Fragen beantwortet. Und wenn der Bildschirm sich mit dem Raum selber runterdimmt bzw. hochregelt und so, es ist sowas von angenehm für die Augen, denn der Blaufilter noch und so da drin. Also ich muss sagen, seit ich den ersten habe, also das Vorgängermodell, der ist ja nochmal verbessert, ich habe weniger Kopfschmerzen, wenn ich lange vorm PC sitze. Die Augen tun mir nicht mehr so schnell wie früher, wo ich noch andere Monitore hatte. Ich selber bei mir merke da eine deutliche Verbesserung. Und ich kann nur sagen, ich liebe diesen BI Plus Modus. Also es ist für mich ein Must-Have geworden. Kann ich nun mal nicht anders sagen. So, dann habe ich Angel Care, habe ich auch eigentlich erzählt. IPS-Panel hatten wir auch angesprochen, dass der neue ein IPS-Panel hat. Fernbedienung habe ich auch. So, dann habe ich meine wichtigsten Punkte habe ich angesprochen, die für mich am wichtigsten auf dem Monitor waren. Wie gesagt, ich habe gezockt, ich habe sämtliche Anwendungen darauf benutzt und ist wirklich ein extrem geiler Monitor. Wirklich extrem geil. Ich habe den jetzt so aufgestellt. So. Ich mache euch mal ein bisschen zurück. Ich kann euch ja mal kurz zeigen, wie das dann aussieht. Jetzt momentan komforttechnisch ist es einfach richtig geil. Wenn ich streame durch die drei Monitore, dann kann ich euch das nämlich mal zeigen, warum das geil ist und was ich da jetzt halt ganz gut finde. So sieht es dann aus, wenn ich zocke. Ich habe jetzt, also momentan, ich habe jetzt hier auf dem alten habe ich ein Streamless OBS laufen. Beim Verschieben ist es nicht so, wie wenn man jetzt einen 4K-Monitor und einen 1080-Monitor hat, weil der hier oben ist ja 1080p. Wenn ich früher, wo ich noch nicht die 2-4K hatte, von dem hier, weil auf dem habe ich ja gezockt, der stand dann hier, hier war keiner, das hier hochschiebe. Ja, jetzt geht's, aber sonst habe ich hier immer irgendwie eine dann geht es immer größer. Oder wenn ich jetzt hier zum Beispiel Eigenschaften. Nein, nicht entfernen. Dann machen wir mal Filter auf. Hier, der Filter ist jetzt hier oben. Ja. Und wenn ich, kann ich auch machen, was ich will, das ist immer so. Und wenn ich jetzt hier unten öffne, Filter, ist er hier. Immer mittig. Aber komischerweise auf dem oberen 1080-Bildschirm immer hier oben. Und da kann man teilweise nichts einstellen. Dann habe ich das jetzt so gemacht, dass ich hier praktisch mein Game drauf habe. Und den Chat von Streamlabs OBS, der ist nicht auf der rechten Seite, wie er üblich ist. Ich habe mir den in den Einstellungen umgestellt, dass er auf der linken Seite ist. Das heißt, ich zocke, sehe hier den Chat, sehe hier die Einstellung, also den Stream, weil der ist jetzt hier unverzögert, weil das ist rein das, was ich rausgebe. Sehe halt auch Donations und Bits und Follower und kann darauf dementsprechend sofort reagieren. Oben habe ich dann die wichtigsten Programme drauf, Kamera, um halt hier zum Beispiel einen Zoom-Faktor zu machen, also um rein zu zoomen, raus zu zoomen, hier einmal reinzoomen. So, da habe ich dann jetzt reingezoomt, das sieht man dann da oben in der Kamera. Habe dann halt hier noch mein NZXT Cam Tool, da sehe ich halt den CPU, den GPU, RAM, Netzwerk, da sehe ich die komplette Auslastung, wie viel reingeht, wie viel rauskommt, wie stark der Prozessor belastet ist, wie stark die GPU belastet ist, wie stark der RAM belastet ist. Also da habe ich alles schön im Überblick. Kameratool, dann hier noch irgendwas anderes meistens. Und dann drüber habe ich dann,
ich nehme jetzt einfach mal die BenQ-Webseite, habe ich dann so Twitch, ja, und dass ich halt immer live sehe, was ist. Und wenn ich Twitch halt jetzt gerade mal nicht brauche, muss ich halt hier unten nur runter machen, komme an die Tools ran. Ich habe ja meistens dann hier oben noch ein G-Hub laufen für Headset und für die Kamera und so. Aber egal, ich wollte euch nur mal zeigen, so ist es echt angenehm zu zocken. Wenn ich jetzt halt nicht streame, ich habe ja hier oben meine Panel, meine Streamlichter an, habe ich dann halt hier, weil viele gesagt haben, ist ja so dunkel dann immer bei dir in der Ecke. Ich habe dann abends meine Lampe an hier, die BenQ Vit, das ist ohne BenQ. Ich habe oben noch eine BenQ-Lampe auf dem Monitor drauf und habe mir die jetzt von der Einstellung so hoch gemacht, dass die hier hinten so ein bisschen hochgebogen ist. Seht ihr nicht? Also die hat ja sowieso so eine Beuge und habt ihr praktisch jetzt nicht so, nur so bis hier, sondern halt noch ein Stück weiter, damit halt das hier ausgeleuchtet wird. Und dann wird auch nur das hier ausgeleuchtet. Total geil. Das ist die geilste Schreibtischlampe ever. Wollte ich nur mal erwähnen. So, und so habe ich jetzt die letzten Nächte abends verbracht. Und tagsüber halt, ich habe den als Hauptmonitor gelassen und habe mir dann immer alles hier rüber geschoben. Das ist angenehmer, wenn der Hauptmonitor da ist, dann kannst du halt auch im Stream, aber ich kann nicht den oberen als Hauptmonitor nehmen, wenn ich, weil der ist 1080p, dann sieht das hier unten alles kacke aus. Da muss ich immer von oben runterholen. Aber so ist der Hauptmonitor und hier mal schnell rüber geholt oder wenn ich halt einen Browser aufmache oder zumache oder wie aufmache, dann ist der sowieso in dem Fenster. Da ist es egal, was der Hauptbildschirm ist. Aber bei der Unterschied ist, wenn der Hauptbildschirm ein nicht 4K-Bildschirm ist, dann sieht das grafisch alles immer ein bisschen kacke aus. Egal. Und so habe ich das halt gehabt und habe das dann immer hin und her schieben können. Und das Geile ist jetzt daran, dass ich, wenn ich streame und ich sage, ach scheiße, ich habe hier Programm XY vergessen, kann ich das hier einfach öffnen. Und dann öffnet das halt auf dem Hauptbildschirm und das ist der. Und selbst wenn das Programm schon mal geöffnet wurde auf dem Großen und das auf dem Großen ist, brauche ich mir nicht mehr die Finger abwurschteln und unten dran rumfummeln zum Umschalten. Nein, ich gehe einfach darauf, schalte auf den Displayport um, dann bin ich beim Bild, drücke wieder rauf, also schiebe das rüber und gehe auf HDMI und dann wechsle ich zu HDMI. Dank Fernbedienung, richtig geil. Ihr habt auch so eine Gummimatte mit bei, habe ich im Unboxing gezeigt, dass die nicht halt rutscht. Und die macht da dann halt unten meinen Fuß ran. Also, das war jetzt zu meiner Person. Jetzt machen wir das mir alles hier wieder weg. So, ich habe mir ja noch ein bisschen mehr aufgeschrieben. Das ist die BenQ-Webseite. Ich habe gedacht, die habe ich noch offen, weil ich gedacht habe, ich habe da irgendwie eine Vergleichstabelle. Aber war nicht. War auf der anderen Webseite, die ich euch dann auch verlinke. Farbraum mit großem Farbraum, mit HDR, super resolut, Rahmen ohne Rahmen. Ja, das ist, eigentlich hätte der bei mir bei wichtig noch mit hin sein sollen. Eigentlich nur wegen Rahmen ohne Rahmen. Ich werde mal gucken, ich werde mal ranzoomen, dass ihr das vielleicht so ein bisschen besser seht. Also der hat wirklich einen ganz, ganz dünnen Rahmen. Für normale Zocker oder PC-Nutzer ist das richtig geil. Ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme, meine Cam dran zu befestigen. Ich zoome mal richtig ran. So. Ja, also der Rahmen, der ist wirklich... Wartet mal, ich muss mal gucken, was nehme ich denn, um euch das besser zeigen zu können. Ich hatte doch hier irgendwo meinen Rückenkratzer. Ja, hier. Ich nehme einfach mal meinen Rückenkratzer. Dann kann ich euch das besser zeigen. So, hier seht ihr praktisch hier oben, das dünne ist der Rahmen. Das da drunter, das schwarze, das ist noch Bildschirm. Ja, also wir haben wirklich nur hier einen hauchdünnen Rahmen. Und das ist hier schon Bildschirm. Aber halt schwarz, also das wird nicht, ich weiß nicht, ob es an meinem Bild liegt, glaube ich nicht, weil, hatten letztens nämlich auch welche gefragt, so, ich mache mal mit der Maus hier hoch, also die Maus geht auch nicht weiter. Warte mal, hier. Ja, die switch gleich um, also ich kann jetzt nicht, wir können ja mal hier.
so eine kleine Anwendung einfach hier mal hochschieben. So, ich habe das jetzt mal, ich zoome euch mal ein Stück raus. So, ich habe das jetzt mal so gemacht, dass praktisch das auf den oberen Bildschirm übergeht. Ich glaube, ihr könnt das sehen. Und ihr seht auch die Größenunterschiede. So, und jetzt habe ich auch hier zum Beispiel das Problem, wenn ich von oben nach unten gehe, dann seht ihr den Unterschied von der Schrift halt zum Beispiel. Wenn ich von dem 4K auf Full HD gehe. Ja. Und wenn ich jetzt aber, kann man kurzzeitig vielleicht sehen, das auf dem so, da kann man es vielleicht ein bisschen besser, also das, manchmal springt das schnell um, manchmal nicht. Und bei manchen Programmen komischerweise gar nicht, obwohl ich eingestellt habe, dass sie das nutzen sollen. So, da seht ihr das, wie klein das jetzt ist. Das ist, wenn die Anwendung im normalen geöffnet wurde, 1080p und dann zack, und so ist eigentlich die normale Größe. Ja? Ich habe auch ein Video gemacht, wie ihr jetzt bei den älteren Photoshop-Programmen euch das so einstellen könnt, dass auf dem neuen, beziehungsweise auch auf dem alten, auf einem 4K-Monitor, die Photoshop-Anwendungen nicht diese ganz winzige kleine Schrift haben, sondern auch angepasste Schrift, weil das, da müsst ihr ein bisschen was umstellen bei den älteren Photoshop-Programmen, damit das so geht. So sind die Übergänge, also das mit dem Bild, mit dem Rahmen. Ich denke mal, das habt ihr jetzt vernünftig sehen können, hoffe ich doch. So. Dann haben wir Freezing-Technologie. Also der unterstützt Freezing. Das heißt, ja, von AMD ist das was für PC-Spieler zum Verbesserung der Grafik. Aber das ist, gilt für den alten und für den neuen. Nvidia ist, hat sich FreeSync ja geöffnet. Die beide kann ich FreeSync aktivieren und werden mir bei Nvidia angezeigt. Also die sollten bei mir unterstützt werden. Ich habe es nicht richtig testen können, weil ich spiele, wie sie sagt, nicht am PC, aber laut den Informationen, die mein PC mir rausgibt, sollte das unterstützt werden. Kann ich nicht verifizieren, ob das bei euch so ist, ob das ein Fehler von meinem System ist. So wird es mir angezeigt. So, dann Display HDR 400 Zertifikat für optimale HDR-Effekte. Kann ich mal nicht anfangen, ist aber ein Zertifikat, ist vielleicht für den einen oder anderen wichtig, dass man das hat. Für brillantes Bild. Mehrere Ports für bequeme Konnektivität. Also mehrere Ports für bequeme ja. Wir haben auch zweimal HDMI, wir haben einmal DisplayPort und USB-C. Also ihr könnt auch USB-C mäßig nutzen vom PC zum Monitor. Dann immersive Umschaltung 4K 32 Bildschirm. So, da muss ich dann noch sagen, hier steht zwar 4K, aber ich habe in meinen ersten BenQ-Videos genau das gleiche Problem gemacht oder gesagt, was ich bei anderen bemängel. Beide Monitore werden verkauft und steht da 4K. Auch auf der Verpackung steht 4K. Es sind keine 4K-Monitore. Es sind UHD-Monitore. Ja, da sagt der eine oder andere jetzt garantiert, ja, wo ist denn der Unterschied? 4K ist doch UHD. Nee, ist es nicht. 4K ist das offizielle Kinoformat. Das heißt, eine Auflösung von 4160 zu 2160. Nee, 4140 müsste das sein, oder 60, ich bin mir nicht sicher. Und UHD, was jetzt das Standardformat für Monitore, für Fernseher ist, das ist eine Auflösung von
3840 zu 2160. Und da unterstützt er dann halt, wie gesagt, 60 FPS. Wir haben auch irgendwo, hatte ich mal ein Handy. Wenn ich wüsste, wo, wäre ich natürlich eine Ecke schlauer. Moment. So, ich habe mir mal schnell mein Handy geholt. Ich hatte das im Schlafzimmer liegen lassen. Okay, Google. Wie ist die Auflösung von 4K? Laut Wikipedia 4096 x 2160 Pixel, auch unter der Bezeichnung 4K bekannt. 3840 x 2160 Pixel, auch unter den Bezeichnungen 2160pi, QFHD und UHD bekannt. Ja, also das ist jetzt 3840 zu 2160 als, ja, 2160p, / i, bekannt, aber auch unter dem Namen QFHD. Das ist. Okay, Google, wie groß ist 4K? Laut Wikipedia, so. 4096 mal 2. Also QFHD und Ultra HD. Also Quad Full. Quad Full HD. Quad Full High Definition oder irgendein Scheiß. Unter den Bezeichnungen 2160pi, QFHD und UHD bekannt. Vereinzelt Cinema 4K bekannt. Also vereinzelt ist 4K auch als Cinema 4K bekannt, aber eigentlich 4K. Das sind jetzt die, ja, das ist die Definition von 4K bei Wikipedia. Den werde ich euch mal auch unten runterpacken. 4K Ultra HD. Ja, viele machen dann halt so ein Logo 4K Ultra HD. Ja, aber eigentlich ist es, ja, ist 4K und Ultra HD sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Weil von der Größe her. Wie gesagt, 3800 zu 3820 in der Breite und Cinema bzw. 4K, was im Kino ist, ist 4086 oder so. Höhe ist bei beiden gleich, bloß die Länge unterscheidet sich. Deswegen haben wir immer noch diese schwarzen Balken, was ich sowieso total scheiße finde und hässlich finde. Und könnten sie echt mal abschaffen, diese Doppelformate, weil dann könnten die Filme auch, wo man viel Geld ausgibt, viel schöner aussehen auf dem Fernseher, wenn es diese scheiß Balken nicht gäbe. Und für mich ist diese, dass es breiter ist im Kino, überhaupt kein Grund, ins Kino zu gehen. Ja, also ich würde ins Kino gehen, wenn das Format so wäre wie am Fernsehen. Also nicht weit weg, sondern auf der großen Leinwand. Aber egal. Wir schweifen ab. So, mein Fazit zum Ende ist, es sind beide sehr, sehr schöne Monitore. Natürlich ist der neue etwas besser, weil der hat ein IPS-Panel, der hat Soundanlage 2.1 drin, ist technisch auf dem neuesten Stand, hat eine Fernbedienung und wie gesagt, die nicht aktivierten Quellen, also wenn da nichts angesteckt ist, werden einen nicht angezeigt. Das ist top. Wogegen der alte auch ein Top-Bild hat, der hat kein HDRI, der hat auch kein IPS-Panel, der ist aber auch von der Reaktionszeit ist der okay zum Zocken, die Grafik sieht super aus, also ich kann mich da jetzt nicht beschweren. Da kommt halt auf euch drauf an, was ihr jetzt sucht und was ihr jetzt braucht. Von meiner Seite her kann ich euch beide empfehlen, beide haben ein tolles Bild. Natürlich sieht bei dem neueren das Bild knackiger und ein Stück besser aus und da könnt ihr dann auch noch mal ein bisschen anpassen mit in den Einstellungen, wie ihr das haben wollt und so. Gibt es genug Möglichkeiten. Also von mir, von beiden auf jeden Fall klare Empfehlung. Ja, das soll es jetzt soweit gewesen sein. Wenn ihr, ich werde euch mal in die Infokarte noch die anderen Videos zum neuen BenQ machen, wo ich dann halt mal den Lichtsensor euch am Anfang gezeigt habe beim Hands-on und so. Das Review zu dem werde ich euch auch reinpacken in die Infobox und ja, in die Beschreibung werde ich euch jetzt hier mal meine wichtigsten Punkte nennen und so ein paar Sachen, so ein paar technische Daten drin schreiben. Ich werde euch die Webseiten verlinken, ich werde euch BenQ verlinken, ich werde euch die Monitore auf Amazon verlinken und alle drum und dran. Da sollte dann eigentlich
für jeden was mit bei sein. Wenn ihr natürlich trotzdem noch Fragen habt zum Bildschirm, weil wie gesagt, den muss ich jetzt leider zurückschicken. Den habe ich schon eine ganze Weile und den werde ich auch weiterhin nutzen. Also den 3270U. Wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, einfach in die Kommentare. Ich werde mein Bestmögliches tun, euch diese Fragen zu beantworten. Ich bin dann jetzt erstmal weg. Wenn es euch gefallen hat, dann Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Das hat euer Odin.